Fate gespielt. Das war ganz cool. Ja, ich habe die mal vom Kollegen geschenkt bekommen, weil der hat normalerweise, der hat sich mal eine Konsole gekauft. Der hat sich mal eine Konsole gekauft gehabt und dann, Totem. Nur die Sache war halt, ja, aufgrund seiner Arbeit war der so gut wie nie zu Hause gewesen, hat so gut wie nie gezockt und sonst irgendwas. Da hat er mich irgendwann angerufen, gefragt, sag mal, willst du die haben? Ich so, ja, warum nicht? Was willst du dafür haben? Ja, gar nichts. Hauptsache, du holst das Scheißding ab, bei mir verstaubst nur. Ich bin nicht so der Xbox-Mensch. Ich wollte mir eine Xbox eigentlich erst einen holen für Cuphead. Aber da ich jetzt einen Switch habe, habe ich es mir da geholt. Oh, er hat das Springseil. Nicht zu mir. Aber Tanz mit mir zusammen mit Schnell und Leise ist echt eine geile Kombi. Was ganz lustig ist, ist Schnell und Leise, Tanz mit mir und Flink. Ja, das habe ich ja gerade. Dennoch eiserner Wille. Falls man verletzt ist. Ich spiele auch nur noch mit eiserner Wille. Ich kann gar nicht mehr unter den Perk. Fick dich. Fick dich ist OP-Perk. Er snap, snap, clap, clap mich. Er hat mich gesnap, snap, clap, clap. Jetzt hole ich dich runter und hier dich um. Ich meine, ich kann mich auch selber hier. Ich habe ein Medkit dabei und in der Strength. Hallo, ich meine die Rote. Hat der Slobby dabei? Ich bin ein Eismann. Hallo. Ich habe auch einen Funko Pop davon. Achso, nur als Info für euch, ich spiele mit das Volk. Ich drück die ganze Zeit der Eins, damit die Scheißpalette runterschmeißt. Ich kenne das. Was ist? Nein, die Palette steht noch und ich hänge im Keller. Verdammter Barbecue. Ich geh retten. Na, ich mach hier erstmal ein bisschen Kellerparty. Ich find's schön, dass ich einfach noch nicht einmal irgendwie einen Schlag abbekommen habe. Hallo. Grüße. Ja, er kommt zurück. He's coming back. Also ein Purple Beamer oder irgendein Beamer wäre jetzt geil. Neben der Killerschalke von der Kiste ist ein Medkit mit Einheiten erdern und eins, was das wieder wegmacht. Also zweimal heilen theoretisch. Du tunnelnder kleiner Hurensohn. Ist das noch Strike? Nein. Oh. Der Flash hat sehr. Er hat nicht getroffen. Er hat Fake-Paletten. Ja.
Hast du die Killer-Shack-Palette schon geworfen? Nein, die wollte ich eigentlich werfen. Das war nämlich die Palette, weißt du, wo ich die ganze Zeit R1 gespammt habe und die ist einfach nicht umgefallen. Oh mein Gott, bist du schlecht. Oh mein Gott, war das ein komischer. Es war eine Fake-Palette. Es war natürlich eine Fake-Palette. Fake-Paletten sind der größte Müll. Take Chains to Escape. Soll ich mich selber heilen oder willst du mich heilen? Cool. Ich habe aber kein Ficklicht dabei. Weil ich ein komplett anderes Bild genau habe. Eins, was ausgelegt ist, um Leute zu retten. Ich finde lustig, wie du dabei rumjammerst. Ja, genau, kriegt die Palette ab, ist betäubt und ich krieg den Schlag danach ab. Ach ja, du liegst direkt hier. Hast du die Palette hier gezogen? Ja. Die ist definitiv fake. Alter, diese Fake-Paletten sind der größte Müll. Okay. Oh, okay. Er kommt back. Okay, ich glaube, das ist verloren. Ich hab nur schnell geheilt. Oh no, it's an asteroid. Ich weiß einfach nicht, was. Ich trau mich einfach nicht zu schmeißen, weil ich denke, alles ist fake. Und da habe ich den Blind komplett verhauen. Die ist fake. Was ist überhaupt noch real? Der ist voll Ernte.
Ich habe mich einfach wieder geheilt. Illness. Ich hab fick dich in einem Item. Kannst du zum Schrank gehen? Okay, ich hab keinen Winkel. Ich hab nicht mehr genug Juice für. Genug Juice für den Dings habe ich glaube ich nicht mehr für den Flashlight Safe. Oh, Checkpad ist noch da, lol. Sie existiert ja noch. Ab, nie im Leben. Lol, wie hat das gehittet? Oh. Wo war der andere Ausgang? Die ist fake, die ist auch fake, hier ist alles fake. Cool, am anderen Ausgang ist auch keiner. Den einen Ausgang habe ich gerade eben zur Hälfte gemacht. Da waren die Broken Hitboxen. Wupp. Kein Strike-a-Roni-Tony dabei. Oh, ich muss kämpfen, da war ja was. Ich habe auch noch Dead Heart. Und mit dem Flashlight Safe sieht es kritisch aus. Jetzt wie Camp Rang 1 Klelle campen muss im Endgame. Was ein Trottel. Das Tor da hinten ist halt offen. Ja, ich mach gerade das hier auf, weil das viel näher an dir dran ist. Aber dann müsste der Random auch was machen, weil ich kann nicht das Tor. Ja, aufmachen. Der rennt hier gerade nur hin und her und ich bin gleich tot. Schafft er nicht mehr. Ich bin tot. Weil der Mate. Der Mate ist. Rang 30. Ja, klau ihn seine Zeit. Das wird lustig. Und wie gesagt, also ich kann es ja verstehen, wenn man mal einen Skillcheck verkackt, wenn man gegen den Doktor spielt. Es ist der Metzlinger. Warum muss er direkt mich finden? So unfair. Bitte den zum nächsten Haken. Und ich komme nicht raus. Schaffe ich nicht. Mit Breakout safe. Ah, der hätte. Ich bin direkt in seiner Nähe. So jetzt kämpfen wie so ein kleines Stück Scheiße. Alter, ich saß da! Ich saß da und du hast mich nicht getroffen! Willst du mich verarschen? Du hast einen Aim wie eine besoffene Kuh. Ich hab noch
straight wieder zurück. Ja. Ja. Das ist der Campslinger. Block, ich dir. Aha, verdient, Alter, für den Block. Ich rette dich nicht für den Block. So, das kann man gar nicht heilen. Ich denke mir gerade zuerst, okay, warum wird jetzt nicht heilen angezeigt? Dann mach du schon mal da das Tote. Nicht der Campy, mehr Camp Camp. Bist du boosted oder so? Sicher, irgendwie eine besoffene Kuh. Ich saß da eben um der Ecke, weißt du. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass er auf mich zukam und er schießt an mir vorbei. Tja, hört nichts. Gesundheit. Aber endlich mal habe ich auch ein paar Red Ranks kennengelernt. Aber endlich mal habe ich ein paar Red Ranks kennengelernt, weil die normalerweise Leute, die, wenn ich da in die Community reinschreibe, das sind, keine Ahnung. Meistens Leute, die wie die ganzen. Meistens so Survivor, die im grünen Rang feststecken. Trifft halt null. Der Hardscope einfach schon wieder. Ich bin ja daneben geschossen. Ich spiel. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Er will nicht mehr. Er will nicht mehr. Jetzt wollte der das Fenster. Nö. Scheiße. Scheiße. Alter, das war schon wieder so knapp. Breakout, wer hätte mir schon wieder so hart den Arsch gerettet? Ja, ich war nicht schnell genug. Ja, er kämpft einfach, er kann halt nichts anderes. Guck mir mal, wie scheiße er ist. Okay, eigentlich wäre es ein Fast Vault, okay.
Könnt ihr bitte, warte noch mit abhaken. Ich stehe einfach wieder auf. Ja, dass man den Numither-Typen einfach liegen lässt, ne, ist ein bisschen dumm. Ich spiele ja nur mit Unbreakable. Numither und Unbreakable. Er kann halt nicht. Der hat durch die Wand durchgeschossen. Ja, wenn Löcher da sind, geht das. Da war gar kein Loch, der hat durch die Wand durch. Ich hab das bei der Kette gesehen, die Kette ging durch die Wand. Der Mate ist verloren. Lol. Ey, willst du mich hochheilen? Ach, geht ja gar nicht. Schabionisch. Wie spielt das eigentlich mit Breakout? Ich finde keinen Chat. Er kommt ins Hauptgebäude. Ich hab den letzten Kill. Ich verteile mich jetzt überhaupt nicht. Jetzt gefunden. Killer-Check. Wenn der letzte noch da ist, dann überlebt. Ja. Jetzt finde ich den Beamer. Der geht gerade in Richtung Haus, ins Haus rein. Komm mal runter. Unser ist zwei Drittel. Denkt der nicht an Noah? Also ganz ehrlich, ich habe bis jetzt gegen drei Deathslinger gespielt und jeder von denen hatte einen Nöd mit dabei. Bist du freigewickelt? Adrenalin? Nein.
Ich mach gerade den Ausgang an der Killerhütte. Ich mach den zweiten. Das ist gut. Hat keinen Nöt. Hat raus und zu. Ich bin in der Nähe vom Ausgang. Da direkt an der Ecke. Ich habe eben das rote Licht. Was? Oh nein. Wie? Dieser Was? Scheiß, ich bin.